Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Yay, endlich geht's weiter wieder. Und wir haben hier zuletzt gesehen, dass ein roter Zettel wieder untergesteckt wurde, was ja wie immer gruselig ist, aber wir nehmen den natürlich, das fetzenrote Papier, und lesen. Ich fasse alles zusammen, was ich bisher über Walter Sullivan herausgefunden habe. Er wurde hier in Apartment 302 in South Ashfield Heights geboren. Kurz darauf verschwanden seine Eltern und ließen ihn allein zurück. Er wurde gefunden und ins Krankenhaus St. Jerome gebracht. Er wurde von Wish House, einem Waisenhaus, das von einem geheimen religiösen Kult in St. Hill geführt wird und sich im Wald bei St. Hill befindet, adoptiert. Als er 6 Jahre alt war, zeigte ihm ein Mitglied des Kults, wo er geboren worden war. Ab diesem Moment begann er zu glauben, dass Apartment 302, also dieses Zimmer, seine Mutter war. Jede Woche kam er vom Waisenhaus nach South Ashfield Heights, ein ziemlich weiter Weg für sein Alter. Manchmal benutzte er die U-Bahn, manchmal den Bus. Er dachte, dass das Apartment seine Mutter ist. Ich bin müde, meine Kopfschmerzen sind mörderisch, ich mache morgen weiter. 28. Juli. Ja, er kriegt ja auch immer Kopfschmerzen durch die Geister, also war dann halt der Reporter auch verfolgt von Geistern, nehme ich mal an. Nichts los im Flur. Merkwürdig, dass die Geister auch hier verschwunden sind, als ich die Kerze im Schlafzimmer anwand. Wie sieht's aus hier mit... Weiß ich nicht, will diesen Kram hier gar nicht haben. Und die Kerzen finde ich halt hier eher gerade wichtig. Muni, ja, klar. Mal gucken, was wir noch so finden. Ich glaube, ich packe tatsächlich nochmal... Ach komm, wir finden bestimmt noch andere Sachen und dann ist das Inventar immer so schnell voll. So, dabei belasse ich es jetzt mal und hau wieder ab in die Parallelwelt. Wir können nämlich Aileen jetzt auch nicht ständig alleine lassen. Das geht ja nicht. Und damit wieder zurück ins tolle Wassergefängnis. Ja, lecker. Womit bist du eigentlich ausgerüstet? Ja, das ist gut. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich mal hin? Wollen wir hier hin? Wollen wir nach links? Wo sollen wir hin? Gehen wir mal hier durch. Das geht nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Die ist offen. Achso, weil wir hierher gekommen sind. Wenn wir jetzt in die Mitte gehen, sind wir dann hier. Ja, das ist ja auch spannend, wenn die verschlossen sind und überhaupt 1F. Ich glaube, wir waren zuletzt eher oben. Dann war ich alleine in 2F. Waren wir hier unten eigentlich schon, wenn ich mich nicht täusche? Guck mal, hier waren wir noch nicht. Sonst wäre hier der Drink nicht. Ich sag ja, man findet wieder Sachen. Ja, dann klappern wir, heben die Räume auch nochmal ab. Kannst du da auch mal drauf treten, Aileen? Ach so, okay. Schön. Kaputt. Die ist offen. Ah, noch eine Kerze. Ja, prima. Das läuft ja hier echt gut gerade. Hier ist der schöne Strick. Da steht was. Ich habe es beobachtet. Ich habe satt beobachtet, Sven. Oh, ich hasse das ja hier, ne? Ich finde das ja so gruselig hier. Geh mal da rein. Could this be that Silent Hill call? Ja, wahrscheinlich. The place where they kept all those kids locked up? Ja. Genau das ist dieser Ort, Aileen, leider. Es lohnt sich, dass ich hier die ganzen Sachen angesammelt habe und so. Echt gut, dass ich so sparsam war. Wo sind wir jetzt hier? Was steht hier? Graffiti sieht immer noch aus wie Kinderschrift. Ich werde vom mittleren Zimmer aus beobachtet. Ja, ich weiß, es ist furchtbar hier. Entschuldigung, Aileen. Ja,
Ja, ich verwechsel die Türen immer, weil wenn ich dann so aus dem Geschehen geworfen werde mit den Viechern, dann weiß ich mal nicht, ob ich jetzt schon drinne war. Sorry. Hier waren wir auch noch nicht. Pistolenmuni ist immer gut. Weg hier. Jetzt fangen wir, glaube ich, wieder von vorne an, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, was können wir denn jetzt mal machen? Wir müssen irgendwie raus, aber wohin? Und was mache ich vor allem mit ihr, wenn sie immer nicht mit kann? Kannst du hier mal hochklettern? Und wandert er da oben rum, oder was? Na geil. Und nach ganz oben gehen macht doch auch keinen Sinn. Eigentlich wollen wir ja runter, oder? Mal ganz runter. Geht das denn nicht? Wie ging denn das nochmal? Damals konnte man... Wodurch? Dann war das hier, glaube ich, ne? Von der anderen Seite verschwunden. Wie komme ich denn da hin? Und wo guckst du hier eigentlich immer hin? Die Viecher oder was? Leicht irritierend. Können wir durch das Loch, aber das bringt mir auch nicht viel. Ja, dann... Hier können wir auch eigentlich nirgendwo hin, obwohl, wenn er durch ein Loch springt... Ach, das geht nicht. Okay. Er könnte halt höchstens durch ein Loch springen und dann wieder durch ein Loch springen, damit er unten ist. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Irgendwann sind sie alle Matsch. Bis auf Walter. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Oh nein! Ja, naja! Ist klar. Geh mal hier runter. Oh nein, dann kämpft sie aber mit ihm. Na, das ist auch voll gefährlich. Ist auch scheiße. Lässt er sie in Ruhe, wenn ich nicht da bin? Bin ja quasi gerade nicht da. Heimlich. Also das geht nicht. Bin ich wieder in Einsatz? Das bringt ja auch nichts. Geh mal hoch. Und geh mal noch einen hoch. Wo sind wir jetzt? Jetzt bin ich in 2F. Da kann ich auch nirgendwo durch ein Loch springen. Das bringt eigentlich auch nichts so. Ich war mit ihr zusammen halt noch nicht in 2F, aber ich glaube, das bringt mir auch nicht viel. Komm mal mit nach oben. Ja, ist gut, Mann. Lass deine Aggression ruhig raus. Bin ich wieder ganz oben und wie gesagt, könnte durch ein Loch springen. Wäre dann da. Da ist aber keins. Gibt es hier noch ein... Warte mal, da wäre eins. Und da wäre eins. Ja, das muss ich, glaube ich, mal ausprobieren. Ob das vielleicht so Trick 17 ist. Oder waren wir schon ganz, ganz oben? Ja, da kommen wir ja her. Ja, dann muss ich ja irgendwie in den Keller, weil das ist ja der einzige Ort, wo ich noch nicht war. Komm mal mit. Eilinchen. Und dann wandere ich mal hier rechts rum mit dir. Bin ich hier zum Beispiel in die einen weiter noch? Hier. Und du wirst dann halt hier mal warten müssen, ne? Wenn ich hier jetzt durchspringe, dann komme ich da unten hin, spring nochmal durch und bin dann in 1F, spring nochmal durch und bin in der Küche. Vielleicht klappt das ja. Weil kennt er ja schon und so. Ja, tatsächlich. Na prima.
Ich denke mal, wir müssen die Türen für Eileen öffnen. Wir öffnen gerade quasi die Türen für Eileen, weil er kommt ja durch, aber sie halt nicht. Weil sie keine Leitern laufen kann. Jetzt werde ich auch noch anrufen, das war so klar. Einen Moment bitte. Ja. Die ewigen Aufnahmeprobleme, Entschuldigung. Wenn ich jetzt hier durchgehe, wo bin ich dann? Oder kann ich auch eine andere Seite nehmen? Die Küche hat mich schon immer verwirrt. Ach, hier ja. Der Code-Scheiß. Yay, wo bin ich denn hier? Es ist ein Hemd, auf dem etwas in Wachs geschrieben steht. Nehmen Sie das Hemd. Ja, Gefangenenhemd. Es wurde in etwas in Wachs darauf geschrieben. Vielleicht, wenn Sie es in eine farbige Flüssigkeit tauchen. Und was sollen diese gruseligen Zahnräder hier? Und ist hier nicht der andere Typ gestorben? Voll die gruseligen Zahnräder. Ist da irgendwas oder warum sind die Viecher hier? Einfach nur so aus Spaß oder was? Also, was man platt machen kann, sollte man platt machen, ne? Ja gut, dann ist hier nichts, aber wir haben das komische Wachshemd. Lecker. Dann gehen wir wieder rüber. Ja, direkt vor meiner Nase hier. Ich denke immer, man kann hier lesen, aber man kann sogar lesen. Okay, ich habe einen Heiligenmedaillon, alles klar. Und ein Energy-Dings. Warum soll ich mal Energy-Drink? Mehr kann ich nicht tragen. Scheiße, warum? Weil ich so viel Muni habe. Kannst du die nicht mal, können wir da nicht ein bisschen mal ballern und dann, Mist. Und wenn wir einfach mal uns noch einen gönnen? Geil. Dann hast du doch Platz. Guck, dann geht's uns richtig gut. In Topform. Wo wollte ich jetzt hin? Will ich jetzt hier hin? Nee, da komme ich hier. Und was ist das hier für ein Schlüssel? Nimm den Schlüssel. Sieht immer aus wie ein Schlüssel, den ich mitnehmen kann. Dann nicht. Dann machen wir mal auf. Ah, okay. Und dann machen wir mal die andere Tür auf. Die jetzt nicht mehr verschlossen sein darf. Mehr kann ich nicht tragen, das war ja klar. Dann baller doch einfach mal. Genau, wie man das so professionell macht. Und zack, haben wir wieder ein bisschen Platz. So. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Jetzt sind wir hier. Jetzt könnten wir Eileen beobachten, was natürlich voll fies ist. Müsste die nicht hier irgendwo sein? Ich weiß gar nicht, in welchem Stockwerk Eileen ist. Wo ist sie denn? Die müsste im dritten sein. Ja, da steht sie auch, im dritten. Wenn wir sie mal beobachten? Geh mal hinauf. Das ist voll mies. Vielleicht sagt sie ja dann was. Dann guckst du hier mal durch. Eileen? Hey. Ist voll gemein. Eileen, wie sie da steht. Mal hier einen Screenshot nebenbei machen, hab die Tastatur kaum erkannt. Ja, das ist irgendwie gemein, dass sie da jetzt steht und sich wahrscheinlich voll beobachtet fühlt. Aber können wir jetzt hier irgendwas machen? Was ist das denn? Was ist das? Mehr kann ich nicht tragen. Aber was ist das? Ey, jetzt will ich wissen, was das ist. Mann. Warum schleppe ich so viel Zeug mit mir rum? Ey, das brauchen wir doch bestimmt. Das sieht aus wie... Weiß ich nicht. Es könnte eine Taschenlampe sein oder ein Schläger. Oh, und wenn wir das jetzt hier drehen, den ganzen Kram, können wir ihr damit helfen? Weil sie ist ja in dem Raum drinne. Das bringt aber nichts, oder? Weil sie kann ja eh nicht in die Löcher springen. Ich glaube nicht, dass das was bringt, oder? Ich weiß nicht, vielleicht komme ich da ja noch hin auf den Denkpfad, ob es was bringt oder nicht. Ja. Wo guckst du hin? Guck doch mal in die Löcher, ne? Okay.
Ja, kann ich jetzt hier eigentlich irgendwas machen oder nicht? Also ich will das Ding da oben auf jeden Fall haben, aber dafür muss ich jetzt noch mal nach Hause, weil oben komme ich nicht definitiv nicht weiter. Oh, ja, versperrt mir alle den Weg, ey. Nervige Backen. Ist okay. So, irgendwo war doch hier aber eine Tür immer zu. Geht das nicht, dass man die jetzt mal aufmacht? Jetzt habe ich sie doch von allen Seiten aufgemacht, oder nicht? Und geh mal in den Keller vor allem. Lass Eileen da oben. Ey, die nervt mich langsam. Sind hier eigentlich noch die anderen? Die aus den, die Wallmans, die aus den Wänden hier kommen? Ja, nein, vielleicht. Oder nicht. Habe ich Glück. Beim Keller waren wir auch noch nicht, ne? Aber ich kann auch nichts mehr tragen, das ist das Blöde. Ja, geil. Warum fängt jetzt hier die Musik an? Hallo? Da kann ich nach Hause. Ich weiß gar nicht, was mit der Tür hier ist. Ob man, ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier zurückgehen. Hallo, da bin ich wieder. Entschuldigung, für den Cut. Das hier ist jetzt wieder gerade eine komplett neue Aufnahme, weil beim letzten Mal ist die Aufnahme wieder abgestürzt. Deswegen weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist die Aufnahme abgebrochen. Und weil ich ja nicht gespeichert hatte, hatte ich dann echt keinen Bock mehr, alles nochmal gerade zu machen. Und das habe ich aber jetzt alles erledigt. Und ich habe auch erledigt, dass wir jetzt zum Beispiel dieses Hemd haben. Wir haben auch noch zwei Kerzen. Es ist irgendwie richtig gut. Und ich habe diesen Schlagstock. Das ist ein Schlagstock gewesen, den wir oben im Wasserturm gefunden hatten. Und der ist selbstverständlich für Eileen. Und dann halt dieses Hemd. Ja, ich glaube, das hatten wir das letzte Mal aber auch eingesammelt. Oder beziehungsweise in dieser Aufnahme eingesammelt. Aber für mich ist es halt das letzte Mal. Das müssen wir halt in eine rote Flüssigkeit ja noch tauchen. Und ich bin gerade schwer am Überlegen, was das sein könnte. Und frage mich, ob es reicht, wenn man vielleicht die Weinflasche nimmt oder so. Ich weiß nicht. Also ich habe keine Ahnung, was man da nehmen kann. Das kann ich leider nicht wegnehmen, weil es ausgerüstet ist. Und Muni will ich mir eigentlich auch ungern wegnehmen. Ich verzichte mal auf einen Drink hier, damit ich mal die Flasche nehmen kann. Wo ist die denn? Haben wir die nicht noch? Die war ganz so am Anfang. Genau. Ist ja auch eine rote Flüssigkeit. Kann man das nicht irgendwie kombinieren? Nein, du sollst es doch nicht wegpacken. Oh, jetzt habe ich das weggepackt. Mann. Nein, die behältst du mal schön hier. Ja, dann weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss rüber in die andere Welt. Hier ist auf jeden Fall ist okay. Ich glaube, das letzte Mal wollte ich gucken, wie es hier so läuft und so. Ich kann ja noch mal hier durchs Dings gucken. Türloch war bisher auch nichts. Der gruselige Hase sitzt immer noch auf dem Bett und damit ist das dann auch erledigt. Falls Geister kommen, sind wir gut gewappnet. Ich gehe wieder rüber, weil, ja. Ich habe jetzt auch die Tür von der anderen Seite aufgemacht. Ich bin nämlich das letzte Mal direkt in den Keller gelaufen. Also in den paar Sekunden, die ihr gerade gesehen habt, bin ich eigentlich in den Keller gelaufen. Aber jetzt bin ich hier durchs Loch gegangen und habe halt auch gleich die Tür von der anderen Seite aufgemacht. So kann ich mit Eileen halt ja jetzt auch in den Keller gehen. Und ich werde jetzt mal Eileen erstmal abholen gehen. Eileenchen, wo bist du denn? Ich gehe mal nach. Machen wir mal so. Ich muss ja mal hier. Dilde. Können wir halt von beiden Seiten. Wir können auch hier. Ich glaube aber außen. Obwohl außen der Walter ist, ist glaube ich einfacher, hier lang zu laufen. Außerdem ist Aline jetzt nicht bei uns. Von da ist auch egal. Jetzt holen wir die mal ab hier. Kommen dem Walter entgegen. Wir müssen auch keine Rücksicht nehmen. Weil halt Aline nicht bei uns ist. Ist auch nicht schlecht. Ja, komm. Hallo. Hör auf mich anzufliegen. Ja, steht auf. Ja. Hallo. Übertreibt mal nicht hier. Ja, komm. Lauf, Henry. Lauf. Dene, 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 dene
Komm weg vor der Fledermaus. Geh da mal rein. Wo sind wir denn jetzt hier? 3F. Genau, hier rechts müsste sie ja sein, irgendwo. Wo ist sie denn? Wie hier? Nö. Ein weiter. So. Muss ich hier mal mein Kabel richten. Sonst höre ich nämlich auf beiden Ohren gerade nichts. Das ist ein Wackelkontakt. Ich nehme das mal vorsichtshalber und nehme Aileen wieder mit. Aileen, wir gehen wieder. Es war schön hier. Aber wir müssen leider gehen. So, nachdem ich ja alles jetzt nochmal gemacht habe und eingesammelt habe, haben wir uns das ja auch verdient. Jetzt gehen wir mal hier raus. Komm mit, du. Jetzt machen wir mal das Vieh platt erstmal. Es nervt mich. Komm mal her. Ich bin ein Held. Und töte Aileen die Fledermäuse. So, der Arsch, der kommt ja jetzt wieder. Wir müssen aber trotzdem jetzt zusammen nochmal runter. Ist zwar ein bisschen scheiße, aber ist so. Oh, hallo! Ey, er ist so voll der Amokläufer, ey. Ist doch nicht ganz dicht, der Typ. Kann man ja nicht anders sagen. Aileen, kommst du? Weil das ist jetzt wichtig. Ja, ich gehe ja schon. Ach, guck mal, der ist immer noch da oben, der Idiot. Komm mal jetzt. Ich laufe ja schon nicht. Ich gehe doch nur. So. So, Mäuschen, und jetzt können wir nämlich auch von der anderen Seite durch. Das ist prima. Jetzt können wir nämlich zum Beispiel, wenn wir wollen, auch hier lang. Was total ultra ist. Weil die Frage ist halt, können wir im Keller irgendwie was erreichen? Also, doll angegriffen werden darf ich ja jetzt auch nicht mehr, ne? Da fällt mir ein, ich wollte ihr ja den Schlagstock mal hier geben. Hier. Genau. Voll das geile Ding hat die jetzt. Soll wehtun, angeblich. Aileen, mach auch mal was. Oder rächst du dich jetzt für dein Bein? Sind wir jetzt? B1. Waren wir hier schon mal? Jetzt sind wir zusammen unten. Naja, das bringt mir auch nicht viel. Da war ich ja schon alleine. Kannst du nicht mal deinen Special Move machen? So, jetzt. Und... Tadam! Der gruseligen Wassergefängnismusik. Komm, Aileen, komm. Hoffentlich kommen jetzt keine mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Aber mir sind diese Stäbchenmonster immer noch lieber als die Wallmans, die aus der Wand rauskommen. So, genau. Hier waren wir nämlich auch noch nicht zusammen. Ging ja immer so. Doch, ging schon, ne? Oder nee, mit ihr zusammen eigentlich nicht, weil die Tür immer nicht ging. Nee, wir sind zum ersten Mal zusammen hier unten. Ja. Können wir hier in die... Hier ist der Wurm. Endet der hier? Ist das eklig. I wonder if this is where that boy was kept. Was? Ach, der kommt hier raus. Hier kommt der Wurm raus. Okay, das ist krass. Ich auch. Komm mal mit jetzt. Ich muss durch das Loch und speichern. Mach ich nicht. Ich will nur speichern.
Was guckst du hier? Du guckst hier so. Er guckt hier voll. Es irritiert ihn anscheinend auch, oder was? Nee. Jii! Können wir den hier anschießen? Ich werde auf jeden Fall jetzt hier mal durch das Loch gehen, weil der Part wird jetzt an der Stelle lang genug sein für euch. Und dann werde ich jetzt gleich eine weitere neue Aufnahme machen. Für den nächsten Part. Aber erstmal werde ich jetzt hier zurück in die Wohnung kommen. Es wundert mich, dass ich irgendwie das letzte Mal keine Kerzen mehr hatte. Ach, hier sind jetzt die Geister. Ach so. Okay, pass mal auf, du. Das geht ja nicht. Ich weiß nicht, wo jetzt hier was war. Aber ich brauche eine Kerze erstmal. Okay, hier sind echt... Okay, alles klar. Ich verstehe. Kerzen. Ich brauche Kerzen. Kerzen, Kerzen, Kerzen. Nimm mal eine. Und benutze vielleicht auch mal eine. Wäre vielleicht nicht schlecht. Kann sie hier nicht hinstellen. Boah, die kommen raus. Die kommen raus. Das ist richtig scheiße. Die Wallmans kommen raus. Warum? Warum? Verschwinde. Verschwinde. Die Geister kommen aus den Wänden. Oh, wie scheiße. Ich habe aber noch Kerzen. Geh hinfort. Exorzismus. Ja. Wohl. Eine habe ich auch noch für drüben. Ich finde das aber echt krass, dass die jetzt so schnell hier rauskommen. Das ist leicht erschreckend und gruselig. Das finde ich nicht schön. Wir haben keine neue Post. Kerze bitte brenne für immer. Und ich würde sagen, ich speichere hier. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4 The Room. Bis dann.